Mal gucken, wie ist denn das nächste Video? Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Sirius und heute gibt es schon den zweiten Teil von Quatsch in die Kamera. Ja, das ist so ein Format, was eigentlich wirklich keiner braucht, aber was beim letzten Mal ganz gut angekommen ist. Ich kann jetzt sagen, das hatte glaube ich, 3600 Aufrufe. Ich finde, das ist eine Zahl, die geht eigentlich ganz okay. Und generell macht es einfach Spaß und es kam auch viel Feedback rüber, das heißt, man konnte sich sehr gut genau mit euch austauschen, ja, also dieses Hin und Her, ihr postet was, ich kann darauf antworten, vielleicht kann ich im nächsten Video mal Stellungnahme dazu nehmen, das finde ich eigentlich gut, gefällt mir prima und deshalb werde ich auch versuchen, das ein bisschen beizubehalten, insofern ihr das auch gut finden solltet. So, heute habe ich mir vorgenommen, ein paar Punkte anzusprechen. Beim letzten Mal ist das Ganze ja ein bisschen lang geworden, waren wir glaube ich bei 22 Minuten. Ich werde das mal so versuchen, so immer auf 10, 15 Minuten runter zu cutten. Ich denke, das sollte generell reichen. Also mehr will dann sicherlich auch keiner so an einem Stück von mir hören und mich dabei auch noch angucken. Ich war im Übrigen heute extra, aber ich war gerade beim Friseur. Kam dann passend, oder? Für Quatsch in die Kamera. So, Thema Nummer 1 für heute ist nach wie vor oder noch einmal ganz einfach Headsets. Da Headsets sind immer sehr, sehr beliebt. Hier Headset, Headset. Also das ist nach wie vor das, was die Leute offensichtlich am meisten interessiert, beziehungsweise wo ich einfach die meisten Fragen zu bekomme. Punkt 1 ist, Leute, guckt euch die Videos als erstes an, bevor ihr die Frage stellt. Ja, also für mich ist es einfach mal ärgerlich, wenn ich so ein Headset-Video mache und die Frage, die ihr stellt, einfach schon im Video erklärt wurde. So, und dann kommen ganz häufig die Fragen, welches Headset soll ich kaufen, ist das oder das besser? Habe ich beim letzten Mal schon gesagt, das muss jeder für sich selber entscheiden. Generell müsst ihr euch zuerst überlegen, soll es wireless oder kabelgebunden sein? Ich würde immer ein kabelgebundenes Headset vorziehen, weil ich beim gleichen Preis einfach normalerweise mehr Headset bekomme. Ja? Was beim Wireless-Headset im Preis ist ja einfach schon eingerechnet, diese Funktechnik, meistens so eine Sendestation, das Empfangsteil im Kopfhörer. Wenn ich das gleiche Geld nehme für ein Wireless-Headset und kaufe dafür ein kabelgebundenes Headset, ist das kabelgebundene Headset meistens in derselben Preisklasse ganz einfach besser. Ja, vielleicht nochmal, ich werde mal ein eigenes Headset-Video vorweg machen. Viele haben ja gefragt, was ist dein Lieblings-Headset und sowas. Ich könnte euch jetzt empfehlen, im Anfängerbereich für die Xbox 360 ist zum Beispiel das Turtle Beach X12, finde ich ganz okay. Oder auch das neue Sennheiser X320 ist ganz okay. Das sind beide Stereo-Headsets, liegen beide unter 100 Euro. Das ist so ein Einsteigerbereich. Ja, da kann man jetzt nicht erwarten, boah, da gibt es jetzt irgendwie wie bei einem 400-Euro-Teil richtig auf die Ohren und alles ist super perfekt und so. Das funktioniert aber ordentlich. Zwischen 70 und 100 Euro kriegt man hier zwei Headsets, die an der Xbox, wie gesagt, ganz gut funktionieren. Wenn man so in diesen Mittelklasse-Bereich kommt, also ich sage jetzt mal einfach zwischen 100 und 200 Euro, tendiere ich im Moment sehr stark zum Triton AX Pro. Ich finde, das ist ein sehr gutes Allround-Headset, was so bei 150 Euro liegt. Dieses neue 2012er Modell ist auch noch meines Erachtens ein bisschen schöner gemacht. Mir gefällt es einfach besser mit dem Kopfhörer-Design, mit diesem Design von dem Kästchen und sowas. Und wenn ihr da drüber gehen wollt, wenn ihr sagt, wow, jetzt lege ich mal richtig los und es darf ruhig 200 Euro und mehr kosten, dann muss ich ganz einfach sagen, im kabelgebundenen Bereich, nochmal, geht nichts über Astro, so rum, oder halt die Variante mit dem PC360, also Astro Mix Amp mit Astro A40 oder Astro Mix Amp mit Sennheiser PC360 Game, sind so meine persönlichen Favoriten, die ich selber immer an der Konsole benutze, muss ich ganz einfach sagen. Und das ist schon echt top. Wenn es wireless sein soll, dann gibt es nicht viele Alternativen, dann gibt es das Turtle Beach PX5 bzw. XP500, das ist im Grunde genommen das gleiche Headset, einmal für die PlayStation ausgelegt oder Design, einmal für die Xbox ausgelegt und Design, da fragen immer wieder viele Leute nach. Logo, jedes Headset hat Vor- und Nachteile, aber so riesig ist die Auswahl nicht. Ja, also deshalb beschränkt sich das, sage ich jetzt mal so, in etwa auf die Modelle, wo ich direkt sagen würde, hey, das ist okay. Aber in jedem anderen Bereich gibt es natürlich auch noch was, wenn ihr sagt, okay, ich kann nicht 150 ausgeben, aber mehr als 70 und suche was für 120, dann müsst ihr da eben schauen. Das soll jetzt einfach nur nochmal so ein Tipp am Rande sein. Vielleicht mache ich da auch nochmal eine komplette Sendung zu. Ja, Thema Nummer 2. Ich wollte das hier nochmal machen mit der Wand. Das fand ich so super cool. Das mache ich jetzt nochmal. Hier.
Game Inside, ich mache jetzt einfach mal ein bisschen Partner-Netzwerk-Werbung für Game Inside. Muss ich sagen, klickt mal die neue Show an, da werde ich wahrscheinlich demnächst auch mal zu Gast sein. Und Game Inside wollte, glaube ich, heute haben wir Mittwoch, wollte Montag? Ich weiß nicht, ich glaube Montag bei mir vorbeikommen, ganz überraschend, da waren die gerade hier in der Nähe unterwegs. Und ich habe gesagt, nee, hier ist gerade so prosig und so, die wollten hier mein Zockzimmer filmen. Machen wir vielleicht mal an einem anderen Tag. Aber auf jeden Fall habe ich gedacht, ich blende das nochmal für euch ein, vielleicht habt ihr Bock drauf. Ich muss sagen, ich finde die Jungs total gut und ich mache jetzt auch einfach Werbung für die. Ganz offen und ehrlich, klickt mal Game Inside. So, Thema Nummer 3. Das habe ich auch auf Facebook schon gepostet. Ich habe mir von einem Arbeitskollegen das hier geliehen. Dum, 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 dum. Das ist das Skyrim-Lösungsbuch. Furoda! Also ich muss sagen, das ist ein sehr fettes Teil. Da haben ein paar Leute auf Facebook geschrieben, das ist ja wie Schummeln und so. Ich finde es jetzt gar nicht wie Schummeln. Mein Lieblingsbeitrag war eigentlich folgender. Ich muss mal eben gucken. Ich drücke jetzt mal auf Pause. So, mein Lieblingsbeitrag ist von Christian Frank und der hat geschrieben, und wenn Sirius Skyrim Lösungsbücher liest, ist das genauso, als wenn Gott die Bibel liest. Ja? Also das fand ich schon sehr, sehr derbe. Ist halt ein mega dickes Teil. Wie gesagt, bisher habe ich das noch nie benutzt. Ich habe auch bisher nur so in etwa in diesem Tempo hier mal durchgeblättert, um da mal reinzuschauen. Habe mir aber davon einfach erhofft, dass ich euch mal den ein oder anderen Tipp daraus präsentieren kann. Ich habe gesehen, hier gibt es zum Beispiel auch eine Liste von den ganzen Charakteren, die man heiraten kann. Hätte ich mich dann vielleicht auch nicht unnötig an der einen oder anderen weiblichen NPC-Charaktere gerieben, wenn ich gewusst hätte, wie man da so alles ehelichen kann. Ja, Skyrim, nach wie vor muss ich sagen, im Moment mein absolutes Top-Favorite-Spiel. Und mir fällt es so ein bisschen schwer, ein Spiel des Jahres zu küren. Aber ich habe es jetzt noch nicht durch und es gibt auch viele, viele, viele andere tolle Spiele. Also im Shooter-Bereich war es für mich eigentlich Spiel des Jahres Crysis 2. Wird natürlich über Ende des Jahres dann gegen November von neuen super, super Top-Shootern wie Battlefield und Modern Warfare abgelöst. Aber so wie es im Moment aussieht, und Skyrim ist ja noch 2011 erschienen, würde ich fast behaupten, also Skyrim ist wirklich so mein Spiel des Jahres. Ich weiß, da gibt es ein paar Bugs für den einen oder anderen. Aber es ist so geil, man kann so viel Zeit drin verbringen und es macht so viel Spaß, einfach diese Welt zu erkunden und ist absolut episch. Ja? Also wenn ihr euch fragen solltet, ich will irgendwas spielen, mir ist langweilig und so, mal abseits vom Shooter-Alltag, Leute, zieht euch einfach Skyrim rein. Ist absolut großartig, beste Spiel im Moment, muss ich sagen, bis Mass Effect 3 kommt. Ja, hier habe ich noch so Mass Effect 3 Codes für den Avatar, mal gucken. Vielleicht kann einer auch nochmal einen davon haben, wenn ihr wollt. So, jetzt kommen wir mal zum nächsten Thema, sonst wird das hier wieder zu lang. Ja, weiteres Thema ist Darkness 2 und andere Demos, habe ich mir vorgenommen. Jetzt kann ich nochmal was Gutes machen. Ey, Hund! Das ist der Hund aus Skyrim, den habe ich von Melkor Züte mitgenommen und so. Der bellt gerade unten den Briefträger an. Den muss ich jetzt erstmal schimpfen gehen. So, der Spike ist ruhig. Ich hoffe mal, der bleibt es auch. Ich will das einfach nochmal machen. Ich möchte jetzt hier noch auf diese Demo hinweisen. Ihr könnt ihr jetzt direkt hier im Video klicken, insofern ihr nicht gerade am iPhone sitzt oder so. The Darkness 2, die Demo ist halt erschienen und ich habe mir da gestern wirklich einen Wolf nach abgesucht. Ich war morgens schon kurz auf der Xbox Online. Ich war in meiner Mittagspause auf der Xbox Online. Ich habe alle meine Marktplätze so durchsucht, die ich hatte, und nirgends war es irgendwie aufzutreiben. Und dann schreibt Xbox Dynasty, ja, die Demo ist in Deutschland nicht verfügbar, aber unsere Schweizer und Österreicher Freunde spielen schon. Ja, super. Also erstmal schönen Dank an Xbox Dynasty und an Tobias, an den Zorn, falls ihr den kennen solltet. Ich kenne ihn auf jeden Fall. Hab da mal kurz für gearbeitet, beziehungsweise ausgeholfen bei Xbox Dynasty. Und die haben halt gepostet, dass es die Demo gibt. Da hatte ich halt so einen Hals. Ich denke so, Mensch, haben sie uns Deutsche quasi wieder mal beschissen und eine Demo nicht gegeben, weil es zu blutig ist. Ja, also sie ist nicht uncut, aber es hat so einen Comic-Look. Und naja, sei es drum. Also wenn sie es ankündigen, ja, also wenn sie vorher sagen, es gibt die Demo, dann könnt ihr uns die noch nicht klauen. Ja, weil ich sitze hier und warte darauf. Und dann hat sich letztendlich ein Schweizer Spieler dazu bereit erklärt,
mir kurz seinen Account zu leihen, damit ich mir das Spiel vom Schweizer Marktplatz runterladen konnte. Und dafür einfach auch nochmal doppeltes Dankeschön. Ja, fand ich eine super Aktion, muss ich ehrlich sagen. Hätte ich nicht erwartet, dass das so schnell jemand macht, aber fand ich extrem locker. Und Darkness 2, muss ich sagen, gefällt mir jetzt auch recht gut. Ja, ist so ein Spiel, auf das ich mich eigentlich gefreut habe oder auch immer noch, freue mich immer noch drauf. Das erscheint Anfang Februar, am 7. Februar, um genau zu sein. Das hat jetzt so einen Comic-Stil bekommen, so ein mit so Cell-Shading, mit diesen schwarzen Outlines und so. Jetzt posten die ersten auf YouTube halt. Boah, sieht das scheiße aus. Das alte Spiel war grafisch richtig heftig. Ich finde es aber gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Es fällt halt mal ein bisschen aus dem Rahmen. Und ja, also, warum nicht? Mir hat's gut gefallen. Generell wäre da vielleicht die Frage an euch, diese Demo-Gameplays, ja, das ist ja immer so von mir so eine Viertelstunde angespielt, mal kurz erzählt, dass die Demo da ist. Ich versuche das möglichst immer aktuell und rechtzeitig hochzuladen. Habt ihr da Bock drauf? Findet ihr das gut? Oder ist das irgendwie eine doofe Sache? Jetzt habe ich hier so einen blöden Schatten im Gesicht, ne? So, Thema Nummer 6. Schon viel zu viele Themen. Ich habe mir ja vorgenommen, nicht so lange zu quatschen. Kurzes Thema Nummer 6 wäre jetzt Battlefield vs. Modern Warfare 3. Das kam eigentlich ganz gut an. Ich habe gerade aktuell 2 Videos dazu gemacht. Soll ich die nochmal einblenden? Yeah! Das mache ich jetzt. Mache ich nur noch. Ja, das mache ich nur noch, Leute. Yeah! Also, Helikopter vs. MW3 und Panzer vs. MW3 habe ich 2 Videos gemacht. Die kommen prima an. Ich wollte eigentlich nie so Fanboy-Videos machen, dass ich sage, das Spiel ist schlecht und das Spiel ist viel toller und solche Geschichten mag ich eigentlich nicht. Ich wollte dann nur auch mal nochmal eine Lanze für Battlefield 3 brechen, nachdem ich einfach zum Release der beiden Spiele wesentlich mehr Zeit in Modern Warfare gesteckt habe und jetzt gerade einfach, wenn ich mal online mit Kumpels spiele, halt eher Battlefield spiele. So, und ja, vielleicht mache ich auch nochmal ein bisschen was zu dem Thema. Ich finde es zwar eigentlich so einseitig, immer nur so Shooter-Zeugs zu zeigen, aber wenn ihr darauf steht, warum nicht? Also mir macht Spaß. Ich bin jetzt da im Moment auch noch ganz gerne unterwegs. Ah ja, noch eine Sache, wo wir schon bei Battlefield sind. Wir hatten Sperrmüll und meine Freundin wollte die Tasse wegwerfen. Die Tasse können wir auch wegwerfen und so. Und da habe ich gesagt, nee, die werfen wir nicht weg, die poste ich auf Facebook, die will bestimmt einer haben. Wenn ihr da Bock drauf habt, ist jetzt kein Gewinnspiel oder so, ja, aber die Tasse sollte weggeworfen werden, ich habe sie über, wenn ihr da Bock drauf habt, wenn du da Bock drauf hast, schau mal auf meinem Facebook-Account vorbei und da gibt es so einen kurzen Post und irgendwie Ende des Monats oder so kann die irgendwie einer von euch haben. Bevor ich sie wegwerfe, ja, verschicke ich die lieber. So, Thema Nummer 7, last but not least. Ja, es geht so ein ganz klein bisschen über YouTube-Kommentare, Feedback, Favorisieren und so. Ich finde es extrem gut, wenn die Leute den Daumen nach oben klicken. Also wenn euch ein Video jetzt wirklich nicht gefällt. Jetzt nicht, wenn euch das Spiel nicht gefällt, da kann ich nichts für. Aber wenn ihr jetzt sagt, boah, hat der Sirius scheiß Arbeit gemacht, dann könnt ihr natürlich auch einen Daumen nach unten drücken. Dann ist das euer Feedback, eure Kritik. Finde ich okay. Wenn ihr das Spiel scheiße findet, kann ich da nichts für. Ja, dann finde ich, dann lasst den Daumen lieber weg. Wenn ihr das Spiel oder wie ich das Video gemacht habe, gut findet, Leute, dann drückt doch den Daumen nach oben oder favorisiert die ganze Scheiße. Ja, weil mir das einfach extrem hilft. Also jeder Kommentar hilft, jedes Feedback hilft, jeder Daumen hilft, jedes Teilen auf Facebook hilft und so. Die meisten Klicks auf den Videos kommen tatsächlich durch die YouTube-Suche zustande. Danach kommen so die Abonnenten, aber noch viel mehr Leute kommen über die Suchfunktion auf meine Videos. Und dann ist es eben hilfreich, YouTube listet die Videos weiter nach oben, umso mehr Kommentare, Feedback, Likes, Favos und sowas da drauf sind. Und wenn ihr Bock habt, mich ein ganz klein bisschen zu unterstützen, dann wäre das eine coole Aktion. Ich habe das ja in letzter Zeit mal so ein bisschen in die Videos eingeblendet. Hatte ich eigentlich nie Bock drauf, aber ich merke, wenn ich das so einblende und sage, ey, für Battlefield 3 Daumen hoch, dann machen das viel mehr Leute. Also es wäre halt cool, wenn ihr das so machen würdet, wenn ihr Lust zu habt. Es gibt natürlich keine Daumen nach oben Pflicht, aber ja, also wenn ihr Bock drauf habt, würde ich mich darüber auf jeden Fall freuen. Das wollte ich mal kurz anmerken, weil das einfach eine Sache ist, wie man mir persönlich helfen kann. Wenn ihr sagt, oh, der Sirius macht immer viele Videos für uns, das finde ich ganz gut, dann wäre das eine Sache, wo ihr mir ein Stück weit Freude mitmachen könnt. Da habe ich heute eine lustige Sache zugesehen. Ich habe ja dieses Kingdoms of Amalur,
hieß die Demo, glaube ich, so ein Video gemacht. Da haben sich zwei Typen unterhalten über zwei Spiele. Das war Skyrim noch mit dabei. Und dann hat einer irgendwie nach 10 Posts, glaube ich, geschrieben, so, wir hören jetzt hier lieber mal auf, sonst schimpft die Russen. Nee, Quatsch, Leute, dafür ist die Kommentarfunktion da. Nutzt die, wenn ihr miteinander quatschen wollt, was auch immer. Postet da rein. Ja, ich find's gut. Jeder Post ist eine coole Sache. Und hört mal auf, die Leute zu beschimpfen, die mal erster schreiben. Ja, also ich meine, das ist jetzt so nicht die coolste Aktion und so. Ich find's besser, wenn einer schreibt, hey, schönes Video, Sirius. Oder was weiß ich. Aber mir ist lieber, einer schreibt erster, zweiter, dritter, vierter, als wie die Leute schreiben gar nichts. Ja? Ich habe da auch mal was versucht, wo ich gesagt habe, hey, ich schreibe jetzt erster und der zweite schreibt zweiter, dritter, vierter. Das ging nicht so lange gut, war aber eine lustige Sache, fand ich. So, Cut, Ende aus. Viel zu lange gelabert für heute. Ja? Sirius Quatsch in die Kamera Teil 2 ist hiermit fertig. Und ich habe aufgenommen, ich sehe gerade 19 Minuten 45, mal gucken, wie viele Minuten es davon ins Video schaffen, wo der Hund gerade mal nicht bellt. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir mal ein Feedback da und dann machen wir noch folgende Aktion. Jeder, der eine gescheite Frage reinschreibt in dieses Video heute, dem beantworte ich die Frage im nächsten Video. Und vielleicht kennt ihr dieses Hey R, das finde ich total super, ich möchte das nicht kopieren oder so, aber wenn ihr im Video bei den Kommentaren schreibt, hey Sirius, wie alt bist du eigentlich? Dann muss ich bei der Frage lügen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein.